Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, die alles kurz 3 Morrowind. Das ist jetzt schon was länger her, dass ich das aufgenommen habe. Weil ich hatte ja vorproduziert das Finale und dann jetzt. Und ich hatte die letzten Tage ein paar Internetprobleme. Jetzt wieder alles in Ordnung. Allerdings werde ich diese Regelung beibehalten, dass ich jetzt nur noch zwei Parts pro Tag hochlade. Bedeutet, an einem Tag seht ihr Titan Quest und Morrowind und am anderen Tag seht ihr Oblivion und Mass Effect. Und Mass Effect ist übrigens abgeschlossen. Das nur mal so gesagt. Ja, ansonsten, Morrowind geht jetzt in eine finale Phase, sag ich jetzt mal. Wir machen jetzt nämlich noch ein Fürstenhaus und danach ist erstmal Pause. Keine Sorge, wir werden diese Gilden alle spielen, aber wir gönnen uns nach nach dem Fürstenhaus mal eine Pause. Weil mir sonst einfach irgendwann die Lust an Morrowind vergeht und ich würde gerne den Enthusiasmus beibehalten, dieses Projekt gerne aufzunehmen, so wie ich es jetzt tue. Ja, und deswegen machen wir dann noch eine Pause. Das gibt euch vielleicht auch Gelegenheit, nochmal genauer zu äußern, was ihr euch denn noch wünscht, welche Gilde ich zeigen soll. Ja, aber bevor ich jetzt hier zu viel rumrabbel, ihr seht, Wirwick ist am Leben. Wir haben ihn ja eigentlich umgebracht, aber wir haben gesagt, wir spielen mal mit ihm, weil ich glaube, er war noch später für ein paar Quests wichtig. Kann aber sein, dass ich mich jetzt irre. Auf jeden Fall, ihr habt gewählt. Und zwar wollten die meisten von euch das Haus Tevani sehen. Und weil die meisten das tun wollten, werde ich jetzt auch machen. Ja, tolle Begründung, oder? Ach, Morrowind. Ich liebe Morrowind. Es ist viel zu lange her, dass ich das aufgenommen habe. Bestimmt 10 Tage. Ah, oh, schön. Ah, oh, da drüben. Ebenherz. Stimmt ja, ich habe ja den Graphic Extender. Ne? Da merkt man wieder, wie sinnvoll der ist. Und, ich weiß auch nicht, ich krieg das mit den Effekten nicht auf die Reihe. Ich habe auch schon mal gesucht, ob man das irgendwie heben kann, habe aber bisher noch nichts gefunden. Werde mich da allerdings nochmal dran setzen, also noch ist da nicht aller Tage Abend. Weil so wie das jetzt ist, gefällt mir das absolut nicht. Ich meine, wenn es jetzt nicht regnet, das ist nicht schlimm, aber wenn irgendeine Fackel brennt oder so, dann ist das viel zu laut immer und das ist einfach nervig. Und vor allem beim Finale gemerkt, bei diesen Türsounds. Beim Finale übrigens nochmal danke an Rapkin und generell nochmal danke an alle Zuschauer. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Also, ich habe einen Kommentar bekommen, dass das Finale doch schön gewesen sei. Freue ich mich immer drüber. So, und jetzt wollen wir zum Haus Tevani. Und wenn man zum Haus Tevani möchte, dann macht man das am besten in Sadrit Mora. Und da müssen wir jetzt irgendwie hin. Tebranora ist schon mal in die richtige Richtung. Sadrit Mora. Wunderbar. Ja, Tevani, ja, ihr wisst es ja bestimmt, das ist das Haus, was ich eigentlich am wenigsten mag. Aber ihr wollt es nun mal sehen, also werde ich es machen. Im Prinzip sind die Fürstenhäuser ja alle ganz in Ordnung, aber die Tevani, weiß nicht, die Chlalu finde ich, ehrlich gesagt, am coolsten. Bei den Redoran finde ich die Moral am coolsten, so wie der zu rüberkommt und so. Die Tevani, ich weiß nicht, ich mag sie irgendwie nicht. Sie sind einfach nur hinterhältige Magier, die sich alle gegenseitig misstrauen und so weiter. Aber egal. Wir sind beim Tevani Ratshaus und lassen uns einschreiben für das Haus. Ich hasse die Effekte. Kann ich die ganz ausstellen? Geht das? Gut, reden wir mal mit ihr. Haus Tevani. Oh, okay, dann bist du die Frage. Yo, jetzt weiß ich eigentlich nicht, mit wem wir reden müssen. Müssen wir mit dir reden? Haus Tevani. Ah, das Haus Tevani ist eins der Fürstenhäuser. Wir schätzen Talent, Wissen, Initiative. Die Effekte sind zu laut. Oh, es ist so zum Kotzen. Initiative, möchtet ihr vielleicht dem Haus Tevani beitreten? Ja, ihr könntet ein würdiger Kandidat sein. Möchtet ihr uns beitreten? Machen wir. Seid ihr sicher? Bedenkt, dass sobald ihr uns beitretet, euch die Zugehörigkeit zu einem anderen Fürstenhaus versagt ist. Wollt ihr vielleicht unsere Regeln hören? Nö. Ihr seid nun ein Mitglied von Haus Tevani. Willkommen, Helfer. Kaolinato LP. Wenn ihr bereit seid, sprecht mit mir über das, was zu tun ist, oder über eure Beförderung in Haus Tevani. Meister Arion möchte, dass Duvat 4 eine Nachricht überbracht wird. Würdet ihr also diese verschlüsselte Botschaft mitnehmen? Oh, cool.
Mein Gönner, Meister Arion, möchte, dass diese verschlüsselte Botschaft zu Divat Fjord gebracht wird. Er lebt in Tefil. Ihr werdet vielleicht Hilfe benötigen, um dorthin zu gelangen. Warum nehmt ihr nicht diese Tränke des Wassers und diese Tränke der Heilung und auch ein paar Tränke der Flossen? Wenn Divat Fjord auf diese Nachricht antwortet, bringt seine Antwort bitte zu mir zurück. Gut. Als allererstes bemerken wir, dass wir eigentlich zu schwer sind, weil wir jetzt eine Nachricht bekommen haben. Nee, wir werden jetzt mal diesen Ort hier markieren. Und es sind wirklich zu schwer, das ist unglaublich. Ja, komm, die Eisenpfeile brauche ich nicht. Weil jetzt, wo wir, Tribunal abgeschlossen haben, wirklich, Leute, alles, was jetzt noch an Aufgaben da ist, ist ein Witz. Für uns. Oh, war nochmal Tefürs darunter. Also wenn ihr Dingens geschafft habt, Tribunal, das halbwegs ordentlich, dann braucht ihr vor dem gesamten Hauptspiel hier eigentlich keine Angst mehr zu haben. Das ist, nee, das ist das Falsche. Da hinten ist so eine, das muss da sein. Okay. Also im Prinzip dürfte das Ganze jetzt nicht mehr so schwer werden. Ich meine, ihr habt schon gesehen, alles schon der Hauptquest von Tribunal, wie schwer der war, da ist es. Aber ich muss ja sagen, Tribunal hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war jetzt zwar sehr kurz, aber dennoch. Dennoch. Immer wieder schön, Tribunal. Ich hoffe, euch hat das genauso gefallen wie mir. Naja. Und dann haben wir ja auch in Oblivion jetzt, den Phagos-Ersatz kennengelernt, sag ich jetzt mal. Er ist doch wirklich furchtbar, oder, Leute? Also, wer ihn nicht kennt, schaut euch mal die, ich glaube, Oblivion Part ist in da 17, glaube ich. Ja, schaut euch mal Oblivion Part 17 an. Da kommt er vor. Da treffen wir ihn. Und er ist einfach nur... Ah! Das Problem ist, Phagos hat ja keine Stimme, aber der Typ hat ja noch eine Stimme. So, wir erinnern uns. In der Halle von Fürm müssen wir schweben. Na, erinnert euch noch, als wir hier das erste Mal waren? Als wir uns von Corpus geheilt haben? Hier, wo wir unseren Harnisch gekriegt haben. Der uns sehr gute Dienste leistet, ohne den wir übrigens schlimm dran wären. Naja. Ach ja, ich könnte ja eigentlich noch... Gut, das werden wir jetzt sogar mal machen. Ich hatte zwar... Ach komm, das zeige ich euch, das ist cool. Ich hoffe, wir kriegen den hin, aber... Ich hab ja sonst auch einen Ebenerzfall der Hinrichtung. Das passt schon. So, dann öffne ich Magix. Und da haben wir einen Schlüssel. Und dann haben wir ein Amulett der dänischen Zuflucht. Gut. Und jetzt würde ich sagen, reden wir erst mit ihm hier. Und wenn wir... Oh, wir haben noch die Sprengladung. Cool. Und wenn wir mit ihm geredet haben, dann werde ich mal aufklären, was das ist. So. Nachricht. Wo ist denn die Nachricht? Verschlüsselte Botschaft. Eine Nachricht von Meister Arion? Ja, ich werde diese Nachricht annehmen. Bitte wartet hier, während ich dies schnell durchlese. Ich werde gleich eine Antwort schreiben. So, warten. Hier, bring dies zurück zu Sprecher Gallos Martinus. Sagt ihm, dass ich den zuvorkommenden Vorschlag seines Meisters ablehnen muss. Gut. Und jetzt, liebe Leute, machen wir einen Quick Save. Und ziehen das Amulett der derischen Zuflucht mal an. Wollt ihr nach Magas Vola reisen? Ja. Amulett ausziehen. Und dann... Ne, den Ring brauche ich ja gar nicht, den Mechanoiden-Ring. Dann den Ring noch anziehen. Und welches Amulett hatten wir an? Hält jetzt Kragen. Glück? Ne, festigen Glück. Nehmen wir jetzt mal. So, da haben wir einen ganz besonderen. Kann sein, dass der sogar noch ein bisschen hart ist. Okay, geht. Den kriegen wir hin. Denn er hat eine... Ihr habt Dregas Vola besiegt. Das Amulett, welches euch hierher brachte, verschwindet. Dafür erscheint Volas Waffe. Ihr besitzt nun die Halbmondklinge. Oh ja. Die ist cool. Und ich werde einfach mal hier diese Rüstung ablegen. Die brauchen wir nicht. Das ist nur eine mittlere Rüstung. Müsste eigentlich mal unseren ganzen Kram irgendwie verstauen gehen, aber ich bin zu faul. Ich schmeiß lieber Sachen weg. So, wo ist er denn, der dänische Halbmond? Da.
Dänischer Halbmond, Langwaffe zweihändig, Lähmen und so weiter. Und er sieht einfach ziemlich cool aus, wenn ich das sagen darf. Naja, gut. Und wir haben jetzt diesen dauerhaften Schadeneffekt auf uns. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Naja, egal. Machen wir noch schnell Rückkehr, beenden den Quest und dann beende ich den Part. Hat Hubert für euch eine Antwort auf die Nachricht meines Gönners gegeben? Hab Dank, Herr Teppi. Ich werde diese Nachricht über meinen Gönnermeister Arion überbringen. Bitte nehmt für euren Botendienst diese 500 Draken. Ja, wir sind der Ansicht, ihr seid es wert, Vertreter zu werden. Gut, wir sind Vertreter und ich würde einfach sagen, die Sounds sind immer noch zu laut und ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal gibt's mehr von Hostel Vanni und damit sag ich Tschüss.